Warnung, die folgenden Kämpfe wurden von einem Anfänger bzw. mittelmäßigen Spieler des Genres vorgeführt. Falls Sie Tipps in Sachen Gameplay von diesem Spiel suchen, sind Sie in diesem Video falsch und sollten sich besser an echte Profis wenden, die sich im Spiel besser auskennen. Ansonsten wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Video. Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Für die Wii U. Harter Fahrt! In der letzten Folge haben wir mal mit Falco ein bisschen abgeräumt. Gut, ne? Und jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Charakter, den ich glaube ich schon hier parat habe. Das wollte ich nicht sagen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ihr hoffentlich wisst ja, was ich meine. Diesmal nehmen wir mal einen etwas schwergewichtigeren, und zwar ganz genau in der Retro-Form natürlich. Aber glaube ich auch noch nicht online gesehen, aber warum denn nicht? Ich konnte Kamikaze machen. Aber mal gucken, ob das was wird. Wissen wir jetzt auch so ein dickes Schwergewicht. Das war gut. Ja, hab ich ja schon verloren. Ich wollte mich eigentlich nach rechts bewegen, links bewegen damit. Boah, das ging schnell. Was zum Teufel, da war nicht mal eine Minute. Boah. Ich habe gegen einen Typen mit einem pinken Trainingsanzug. Das speichere ich. 27. Oh mein Gott. Nee. Warum hat er sich denn nicht nach links bewegt? Und nein, ich bin nicht zum ersten Mal König DDD. Aber egal. Die Leute schalten ja hoffentlich hier nicht wegen dem Skill ein, weil sonst weiß ich auch nicht. Da gibt es andere Leute, die halt ein bisschen besser beherrschen wie ich. In dem Sinne, machen wir weiter. Aber auch nach diesem Selbstmord habe ich mich richtig blöd angestellt. Doof. Mann. Vielleicht wird es ja jetzt was. Nehmen wir den Kämpfer an jetzt. Captain Falcon. Oh, in Pink. Da wollte ich machen, aber okay. Ah. Du denn? Babs. Willst du mich hier knien? Sieht nämlich die ganze Zeit so danach aus. Ich glaube, König der Idee online ist nicht so eine gute Idee, ne? Der greift mich die ganze Zeit. Aber ich mit dem Angriff dafür tut weh. Puff. Was bin ich wieder ein bisschen drin? Das Gefühl. Den Angriff soll ich nicht so oft einsetzen, habe ich das Gefühl. So leicht, wollte gerade sagen, so leicht hat er es auch nicht, mich rauszuhauen. Nein, er kann ihn weghauen. Und tschüss. Na, schade. Nein! Nein! Macht Angriff, den ich gar nicht will!
Oh nein, nicht den Ellbogen, nicht den Ellbogen. Das war doof. Neu. Wenn ich die ganze Zeit rausknien, habe ich das Gefühl. Ja, hat er auch geschafft. Ah. Ich will immer gegen die gleichen Charaktere, habe ich das Gefühl. Immer gegen Schulk, Captain Falcon und so. Aber naja. Was soll's? Man muss ja nicht immer gewinnen. Oder in meinem Fall nicht immer. Überhaupt nicht. Mega Man Rush Coil. Weiß, vielleicht gewinne ich ja einmal. Ich habe ihn einmal mit meinem aufgeladenen Angriff getroffen und weg war er. Also so unmöglich ist es eigentlich nicht. Ich bin nur langsam. Sehr, sehr langsam. Und dann war kommt der Angriff. Und ja, dann fliegt's weg. Rob. Starren uns gegenseitig an. Die starren einander an. Komm hoch. Wow. Das ist geil. Und dazu noch so beruhigende Musik im Hintergrund. Okay. Das war sehr gut. Da waren schneller Kill. Ob das nochmal klappt. Schade. Ich lande mal erst am Boden, bevor ich meinen Angriff einsetzen kann. Das ist ein bisschen doof. Geh weg. Denk da fest, Mann. Hol den raus. Okay. Das kann man jetzt nicht so als Kampf einstufen. Was für merkwürdige Kämpfe sind mir. Sag doch. Trotzdem mal gewonnen. Ja, ich bin glücklich oder keine Ahnung, weiß nicht. Ah. Lassen wir das mal so stehen. Ich habe nach 10 Kämpfen, also nicht nach 10 Kämpfen, nach 10 Charakteren. Durch mal auf meine Statistik gucken, wie ich mich so geschlagen habe. Wer hat mal eine Idee? Ja, okay. Also wahrscheinlich gehe ich die ganze Zeit mal rauf und runter auf der Rangleiter. Deswegen werde ich immer so stärkeren und schwächeren Leuten hier so zugeteilt. Oh Gott. Oh, mich rausholen, das wird schon. Da wirst du ein paar Probleme haben. Aua, pff. Der haut direkt sein. Der haut direkt seinen Smash-Angriff hier rein. Kann ich auch. Mann, will ich doch gar nicht. Nein. Mein Gott, ey. Ey, ich lande immer am Boden erst. Das ist voll doof. Ich früher irgendwie nicht so ein Problem gehabt. Wutsch. Black. So ist Konter, oder? Warte, soll ich die ganze Zeit erwarten oder was? Ich muss meine Zuschauer nicht warten lassen. Meine Güte, ist dämlich. Das ist ein dämlicher Kampf wieder. Und er versucht jetzt den Angriff. Was? Das war nicht toll. So. Hey. Versuchst du da? Hab ich doch geblockt, ey. Oh, das wollte ich eigentlich nicht machen. Alter. Konter.
wirklich so einfach, die Dinger zurückzuschlagen. Ich will dich auch mal raushauen. Eine längere Reichweite. Meiner ist länger. In Zeitlupe. Mit Leck. Guck mal, wie er fliegt. Sehr schön. Ja, okay. Was für ein Couch. Kampf und ich muss mein Pet aufladen. Ich putze das doch gar nicht. Hat er das eigentlich jemals irgendwann in den Spielen gesagt? Ich kann mich jetzt nicht so erinnern. So, man hat auch erledigt. I fight for my friends. Hat der jemals so einen Pussyspruch im neuen Teil gesagt? Ich kann mich jedenfalls nicht im 10. Teil erinnern, dass der irgendwie so was gesagt hat. Im 9. Teil habe ich nie gespielt, aber im 10. Teil. I fight for my friends. You got no sympathy for me. So. Dirk. Nintendo Dirk, ey, what? Sie starren einander an. Ja, ja. Da kommt jetzt Mario. Tu ich nicht in Kirbys Angelegenheiten hier einmischen. Ich weiß ja nicht, wie man die Dinger zurückschlägt. Aber ich habe genauso viel jetzt abgezogen wie du jetzt in den 3-4 Angriffen. Da schon wieder beinahe. Warum hältst du dich da nicht fest? Was zum Teufel? Ja, ich probiere mich zu retten. Das ist irgendwie komisch. Und nein, ich spiele nicht zum ersten Mal. Du drehst mich um. Ich bin aber nicht so drauf. Bin ich umgedreht. Bist dich. Muss ich nur einmal damit treffen und dann bist du weg. Das ist voll die Noob-Strategie. Das ist ja schon so was anderes, wenn du spielst und du denkst, du bist gut, aber wenn du weißt, dass du schlecht bist, dann ist das irgendwie noch bitterer. Fail. Wow. Mann, Dirk, hör auf. Nicht Dirk, nein, stopp. Ja, tschüss. Ach, verdammter Dreck. Ach, verdammter Dreck. Nein. Nein, das wär's. Tschüss. Tschüss. Ach Mann. Ich hab gesagt tschüss. Tschüss. Leck mich. Muss ich denn noch tschüss sagen? Ma, jetzt haut er mich gleich hin und damit raus. Er hat mich ja noch nicht rausgehauen, ne? Ich hab mich ja nur selber rausgehauen. Kann ich auch mal sagen. So, jetzt flieg mal raus, danke. Wie? Ja. Ah. Dreck. Hätte ich jetzt nur nicht mein Ding am Anfang verschwendet. Wäre gut gewesen. Mach mal. Lässt sich davon nicht treffen. Nein, nein, nein. Schon zweimal verreckt, ohne mich retten zu können. Geil. Ich prophezei, dass wenn ich mich da hätte retten können, dass ich den Kampf gewonnen hätte. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Weil das werden wir leider nicht herausfinden. So Pech aber auch. Aber naja. Man kann ja alles haben, ne? Ich habe einen Kampf gewonnen. Ich weiß mal nicht mehr, gegen wen war nochmal. Es war nicht verdient, aber was soll's. So. Ich werde mich wahrscheinlich erst nur in letzter Not mit dem Angriff hier retten.
Attentäterversuch. Ging schon wieder daneben. Bummeluff, ja super. Zwei aufgeblasene Leute. Au. Meine Güte. Auch mit dem Dreck. Komm mal ein bisschen auf Abstand, ich brauche meine Privatsphäre, ey. So. Okay. Da darfst du vielleicht nicht so versuchen. Aua. Ey. Ah. Das wird peinlich. Warum ist ja keine Musik, ey? Das ist gruselig. Wow. Willst du mich extra damit weghauen, oder was? Ich bin zwar schon bei sehr vielen blöden Sachen hier verreckt, aber trotzdem. Das muss jetzt nicht sein. Entweder ist er am Trollen oder... weiß ich nicht. Versucht irgendwie nicht richtig zu kämpfen. Was man auch Trollen nennt. Okay. Ich muss sagen, mit König der Idee waren bis jetzt die merkwürdigsten Kämpfe von allen. Mir kam es irgendwie so vor, als wäre die ganze Zeit keine Musik gewesen im Kampf. Oder ich war extrem leise, dass ich sie nicht gehört habe. Ah. Na gut, nächster Kampf. Jetzt kriege ich wieder auf die Fresse, habe ich das Gefühl. Ich habe schon zweimal gewonnen, das ist gut, ne? Big Mama, was? Oh geil, Rios Stage. Ach oh, verdammt, ich wollte... Man macht das Ding kaputt. Jawohl. Tschüss. Tschüss, habe ich gesagt. Hallo, Ken. Marfan, geht doch mal. Ja, die hat lange gebraucht, um sich zu entscheiden. Ich krieg jetzt voll auf die Fresse. Und Rob, was? Schon wieder. Nur ist das ein guter oder ein schlechter Rob? Einer, der die ganze Zeit das macht, okay. Kenne ich. So ist das. Sehr gut. Sehr gut. Ma, wollte ich gar nicht. Okay, das ist nervig. Bams, so nicht. Und ich gehe volle Möhre da rein. Meine Güte. Aber ist sie nicht so schwer? Oder er? Was weiß ich? Ich denke mal. Ganz stark, dass es eine sie ist. Wegen dem Mi. Tschüss. Okay, fliegt die andere Richtung. Aber ich bin schon wieder da reingegangen. Die Musik gerade geändert wie das so spam bei uns gegenseitig meinetwegen. Pff, sehr schön.
Schon ist er wieder ausgeglichen. Geil, ne? Aua. Au. Frisst das. Hammer schlägt, Düsenantrieb. Tut mir leid. Oh, 3 Siege. Ah, schön. Und schon wieder dieses sarkastische Klatschen. So, Schaffen wir noch einen Kampf, ja. Wenn man so die Länge der letzten Kämpfe so betrachtet, glaube ich, schaffen wir noch einen. Schön. Heute die Aufnahmesessions waren nicht so schlecht. Finde ich gut. Kann man was mit anfangen? Kann man weiter erzählen? Kann man, weiß ich nicht, Leuten Bescheid sagen? Ja, guck mal, ich habe irgendwie gegen irgendwelche gewonnen. Oh nee, Lukas. Nicht gut. Okay, hier. Was? Ich liebe diese Musik. Die poppt mich immer so hoch. Die pumpt mich. Plopp-Geräusch. Na, verdammt. Kann's eigentlich ganz schön flink sein mit... Ah, das war zu früh. Ich meine zu spät. Hallo, hey. Mal kriege ich das mit... Zurück in die Fresse. Au. Wie jetzt? Boah. Nein, das wollte ich nicht machen. Willst du mich verarschen? Nein! Nein! Wie groß der Schatten war gerade. Was ist das? Nochmal, immer so ein bisschen. Fehlt da noch. Tschüss hier. Nochmal. Ich kann immer erst am Boden. Das ist voll der Dreck. Es reicht, flieg raus. Konnte ich da? Wie habe ich mich damit selber getroffen? Mann, nein, so hier sind es einer. Wer es noch gewinnen würde, wäre voll geil, aber ich glaube ja eher nicht. Na. Nein, okay, ich dachte, er wird sein Abdingens einsetzen. Rettet er sich damit auch noch? Hey, ich treffe mich immer mit meinem Kackding selber. Nein! Wäre so gut gewesen. Nein, da wäre so gut gewesen. Aber schauen, jetzt schaffe ich noch. Nein, immer mit meinem selben Ding. Nein! War aber noch knapp am Ende. Schade. Noch keinen Sieg gegen Lukas hier geschafft. Ah, schade. Na gut. Haben wir mit König DDD jetzt auch ein paar Kämpfe hinter uns. Das heißt jetzt aber für uns leider... Ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Super Smash Bros. Hart auf hart. Ich bleibe mich alle jetzt fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.